He's leaving a beast club. I'm a... 我们赶紧走。 Ja! So, hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu GTA 5. Ja, der große Raubüberfall ist erledigt. Wir haben es geschafft. Und jetzt bin ich gerade auf dem Weg zu Franklin. Und ja, das große Geld ist natürlich noch nicht auf dem Konto, sonst könnte ich mir hier alles Mögliche kaufen, aber das ist leider noch nicht so. Und deswegen werde ich jetzt erstmal zum großen F, also zu Franklin, nach Hause fahren. So, ich fahre hier wieder mit Michael, würde ich sagen, in diesem roten Audi. Allerdings ist der nicht mehr getuned. Ich weiß nicht, woher das kommt, warum das so ist. Das Auto von Michael, ich hatte es ja voll aufgepimpt. Das ist hier jetzt nicht mehr so. Ich weiß nicht, warum das so ist. Da gab es auch irgendwie eine Geschichte zu. Ich glaube, das hatte doch mein Sohn hier. Ammunition, wir sind stolz, unseren Kunden das Kampfgewehr anbieten zu können. Ja, genau. Ammunition, da muss ich natürlich auch nochmal meine Munition und so weiter aufpimpen. Aber ich fahre trotzdem erstmal zu Franklin, mal gucken, was da jetzt für eine neue Mission wieder ansteht oder so. Oder was es da zu regeln und zu klären gibt. Was läuft denn da rechts? Ein Schaf? So, Franklin wohnt hier aber auch echt am Arsch der Welt. Wow. So, gleich bin ich da. Oh ja, die Karre von ihm ist natürlich noch gepimpt. Ich kann in die Garage fahren? Ich bin selbst Franklin. Das ist ja mal lustig. Ich dachte, ich bin Michael. Na gut, mein gepimptes Auto steht hier noch. Trotzdem muss ich hier jetzt reingehen, denn da ist irgendwo ein großes F. Also irgendwas wird hier gleich passieren. Vielleicht wartet hier jemand in meiner Wohnung. Da ziehen wir mal lieber die Waffe. Nein, wir brauchen keine Waffe. Ich bin ja hier bei mir zu Hause. Ach so, jetzt bin ich hier und schon klingelt's. Ah, da, die Logik muss mir mal jemand erklären. Ja, ich komme ja schon. Hey, Großer, ich bin's! Scheiße, was willst du? Hast du meine Kohle, Penner? Hey, hast du Kokoswasser oder was in der Art? Ich brauche ein paar Elektrolyte. Kacke, ist ziemlich warm, oder? Mann, willst du sterben oder so? Soll ich dich jetzt umbringen? Nein, Alter. Nicht mich. Nee. Oh, doch. But that's my boy. Yeah, but that's my boy. He has betrayed everyone he's ever known. He's got you involved with the federal government, and he's messed up several business ventures of mine. He has got. Die Rede muss von Trevor sein. Say that this isn't personal, but it is personal. It's personal. The feds, man. The feds have told me to kill Trevor, and I obviously can't kill them both. The feds. Steve Haynes, Dave Norton. I own shopping malls. I would not employ those two clowns in. And I make one phone call, their careers, they are over. So you're gonna A, listen to some 50 grand a year pension hunter, or B, a billionaire, who even the president lets finger his wife, or C, try and be really stupid and save those two idiot mentors of yours and have everybody in the goddamn state crawling up your ass. A, B, or C, time's ticking, pal. Beep, 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 and your answer is... Mann, weißt du was? Fick dich, Mann. Super Antwort, Kumpel. Wirklich super. Oder aber die Zeit. Überleg's dir. Ich laufe bald einen Triathlon. So, deine Wahl. Was? Trevor erledigen, Michael erledigen, Todeswunsch? Jetzt muss ich hier wählen. Ich dachte, das wird hier vom Spiel jetzt vorgegeben, was ich mache. Nein! Nee, das ist echt nicht schön. Ich will keine erledigen. Natürlich nehme ich C, den Todeswunsch. Ja, na klar, ich lasse meine Kumpels so nicht hängen. Franklin? Lester, dog. Man, we need to talk. I got a problem I need your help with. Man, actually, fuck it. Man, we all got a problem you can help us with.
calm down, all right? Come to my house. Come to my house. All right, I'm coming. So, warum, naja, egal. Wie viel Kohle habe ich jetzt überhaupt? Wo will ich hin? How many, how much? 709.000, das sollte reichen für das, was ich vorhab. Wieso, wo ist jetzt mein Auto hin? Nein, wo ist mein Auto? Da, ich dachte schon. Ich dachte schon, der Penner hat jetzt mein Auto mitgenommen oder so. Bravado. So, ich soll ja zu Lester, aber bevor ich zu der Lester-Schwester fahre, fahre ich erstmal zu einem Waffenshop. Und zwar dahin. Yeah, baby. Ammunition. Ich glaube, ich brauche jetzt ganz dringend mal ein paar geile Waffen. Das Auto ist gar nicht so schlecht, aber noch ein bisschen lahm dafür, dass der voll gepimpt ist. So. Fahre ich jetzt hier in dieses grüne Feld gleich rein, frage ich mich gerade. Was gibt's denn da links? Dann müsste ich jetzt hier, biegen Sie links ab. Ich mach das mal. So, und jetzt? Beverly. Jo, was steht an? Our friend Poppy Mitchell has just been spotted in a high-speed chase with the cops. Like right now, bro. Apparently she's wasted. Get after them. See... Ach. So, ich will erstmal mein Dings wegmachen. Wo ist denn Poppy? Oh, ich hab gerade jemanden übergefahren. Oha. Ah, ich sehe sie schon. So, soll ich, was soll ich jetzt genau tun? Mission fehlgeschlagen. Franklin hat... Ah, ich habe die Aufmerksamkeit der Polizei auf mich gezogen. Okay, also fahre ich jetzt einfach mal nur hinterher. Mal gucken, was dann passiert. In der nächsten Mission hier. So, mal gucken, wo es jetzt weitergeht. Aha. I guess that's her. Hier geht's also nochmal von vorne los. Erstmal eine Ampel umfahren, ja, ist ja kein Problem. So, nur hinterherfahren, ne? Ist richtig. Die Polizei soll ich hier nicht. Ich soll nur dranbleiben. So, ich bin schon mal, glaube ich, ein Stückchen weiter als vor. Ne, doch nicht. Der Hubschrauber, der war eben auch schon. Wow! So, das war Polizeifahrzeug Nummer 1. Die nächsten Bullen sind aber schon dran. Wow, das war ganz knapp. Okay, jetzt rasen die aber doch schon ganz schön hier, wo ich mit der komischen Karre schwer mithalten kann. Und warum ist das so? Weil die Beschleunigung absolut mies ist. Ja, ich soll ja nur dranbleiben. Okay. Wow, sie soll rechts ranfahren. So, und jetzt? Raus aus dem Wagen. This isn't happening.
Weg von der Karre. Benutze die Handykamera. Wie geht das mit der Handykamera? Ah. Fotos senden. Wirklich alles? An wen denn jetzt senden, verdammt? Verflixt, an wen sollte ich denn jetzt senden? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. An Beverly? Bestanden! Haha! Mitten im Schlamassel. Beschwipste Diva. Was auch immer das heißt, ich hab's hier bestanden. Das ist schon mal gut. Weiter. Paparazzo, ja. Nimmt man ja immer mal gerne mit. Und jetzt, ja, ich bin gar nicht so weit weg von Amnation, wo ich hin wollte. Bin ich ja fast im Kreis gefahren. Sind nur noch 500 Meter hier. Auf geht's. Machen wir das, was am wichtigsten ist. Beverly ruft an. Erstklassiger Journalismus. Sloppy Poppy in a full-blown meltdown. How does it feel to be on the front lines, dude? Shit, it ain't exactly Iraq, man. And you know what? I might feel a little less degraded if I was fucking getting paid. All in good time. The truth. Ich melde mich. Ja, melde dich. So, wo ist hier der Ammunition Shop, Mr. Da ist er doch. Wieso hat Franklin eigentlich einen Anzug an? Hey, come in, homie. So, dann wollen wir mal richtig Geld ausgeben. So. When the government goes rogue, you'll need one of them. Ich nehme natürlich die schwerste Panzerung. Was ist das hier? Weiß nicht. Nehmen wir mal das, Hauptsache wir kaufen da irgendwas. So, Panzerung, was ist hier noch? Mehr geht gar nicht. Und jetzt nur noch die Waffen. So, zeig doch... Ah, Scharfschützengewehr, Karabiner, Pump... Oh, was ist das? Fallschirm könnte ich kaufen. Ich kaufe auch mal einen Fallschirm. Achso, Reserve, Hauptfallschirm... Fallschirmrauch. Nehmen wir den mal. So. So, dann nochmal hier durchgucken. Wo sind denn die guten Teile? Eine MG. Ich brauche eine MG. Größeres Magazin, Zielfernrohr, Armeefarbton. LSPD, nehmen wir LSPD. 108 Schuss. Voll. Gegenstand im Besitz und ausgerüstet. Sehr schön. Was haben wir hier? Panzerfaust. Zwei Raketen. So. So, Granatwerfer, ja. 20 Granaten. Griff. Taktisches Licht. Zielfernrohr. Nehmen wir mal Armeefarbton. Mann, die Farbe ist mir völlig egal. Und natürlich will ich auch eine Minigun. When society's drastic reordering occurs, weapons will be currency and I will be a fucking millionaire. So, was haben wir denn noch hier? Gefechts-MG. Weiß nicht, braucht man die? Eine MG.
Scharfschützen, Kampfgewehr. Nice model, was ist das denn hier noch? Karabiner. Ja, nehmen wir den auch nochmal. Hauen wir mal. Oh. Größeres Magazin, Griff, Zielfernrohr. Größeres Magazin. Gegenstand in Besitz und ausgerüstet. Ja, nehmen wir mal richtig Munition mit hier. So, das reicht erstmal. Was haben wir noch? Kampfgewehr, Sturmschrotflinte, MP, Mikro-MP. Was ist denn noch so eine geile Waffe? Was habe ich hier auf dem Tisch? Eine Pistole, na süß. Tränengas. Granate. Haftbombe. Habe ich schon. Bin noch nicht fertig. Granate. Haftbombe. Kanister. Habe ich schon. Voll, voll. Tränengas. Ja, voll. Kann man da genug von haben? Pistole. Gefechtspistole. Wer schießt denn noch mit Pistolen? Elektroschocker. Auch nett. Schlagstock, bitte. Messer. Oh. Naja, wenn man mal lautlos töten muss, warum nicht? Ja, nehmen wir auch nochmal die Gefechts-MG mit. 200 Schuss. Größeres Magazin. Griff, Zielfernrohr. Ja, nehmen wir alles. So, was haben wir hier? Flasche? Wo ist Flasche? Wäre klug, weder klug noch schön, aber das ist der Typ, mit der mit einem Messer auf dich losgeht, ja auch nicht. Die Lösung, wenn alle schräge Reisen teil das Strandkaliber. Was? Okay. Abgesägte Schrotflinte wie aus Terminator 2. Kampfgewehr. Ja, nehmen wir das auch nochmal. Ja, man kann ja nie genug haben. Ihr merkt schon, ich will richtig was kaputt machen irgendwann mal. So. Now you are prepared against government tyranny. Ja, I know. So. Da bin ich ja mal gut ausgerüstet, oder was? So. Ah, ich finde das so cool. Panzerfaust. Minigun. Granatwerfer. Oh Mann. Oh, die Minigun mit richtig viel Schuss. Ich will was kaputt machen. Start, you piece of crap. So, und jetzt fahre ich zu Lester, ne? War das so? So, auf geht's zu Lester. Was hat er mich Idiot genannt? Ich mache irgendwann nochmal ein Let's Play, wo ich alle meine Munition verballer und so richtig auf die Kacke hau. So, muss ich hier echt rauf? Ja, okay. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf, auf dieses schöne Let's Play, wo ich die ganze Munition einfach mal verballer. Ah, Ausfahrt verpasst. Nee, doch nicht. Kann auch so weiterfahren. Wow! Aber gedreht habe ich mich gut. Nein, was mache ich? Ich wollte doch nur Licht anmachen. Steh auf, sonst gehe ich drauf.
Meine Schutzweste hat gelitten. Wie dämlich das... So, hoffentlich ist mein Auto noch da. Wo könnte das denn sein? Wieso ist mein Auto weg? Wieso ist mein Auto weg? Reiz mich nicht, sonst schieße ich mit meiner Minigun. Hohoho, die habe ich ja fast umgebrettert. So, ich komme unauffällig mit einem Kackauto. Lester versteckt sich hier in dieser Einöde. Warum schießt du so Panik, Kumpel? Man, imagine a fucking scenario that will fuck things up the worst. Die dritte Alternative. You know, I don't want to say something that's really exciting and then you have to act all deflated and say, no, no, it's just that somebody got the same tattoo I got. So, why don't you just go ahead and tell me? Some motherfucker wants me to kill Michael. Some other motherfucker wants me to kill Trevor. I feel I can't kill both of them. Man, I'm fucked, man. I don't know what the fuck to do right now. Well, I can see that. Who are the motherfuckers? Steve Haynes, this angry motherfucker from the FIB. Devin Weston, man, you know the That angry that, rich fucker from whatever hole he hibernates in. Exactly. All right, I say kill Michael, then kill Trevor. Man, are you for real? You're fucked, you know, I don't know. You know everything, dog. I know, okay, but I'm sorry, I guess this is it. You know, I'm doing my best, man. I don't know how you can deal with both of them. I know, man. Shit. We're fucked. Every single one of us is fucked. Unless... Okay. Steve Haynes is under a lot of heat because of the shootings at Court Center. And Devin Weston is A, known to be a major asshole, and B, known to be friendly with Don Percival, who runs Merriweather. I think, actually, Weston owns a piece of Merriweather. Right, 11%. Pretty good for a pseudo-liberal owning a private army. So, they would both love to be involved in capturing the bullion that we just lifted. If I tell them both that you boys are at the foundry in Marietta Heights melting it down, then maybe, maybe both of them will pay you a visit and bam, we turn it into a bust. I ain't got no better ideas. All right, I'm gonna get in touch with Michael and Trevor. You go to the foundry, get yourself set up. I got you. Alles klar, in Ordnung. Also, ich gehe jetzt zur Gießerei. Lamar? What's up, homie? Man, things are kind of fucked up right now, dawg. It's all good, nigga. Who better to have in a fucked up situation than a fucked up fool like me? Man, that's what the fuck I wanted to hear. Hey, look, I'm coming to your crib to get your ass. I'm here. Jetzt hole ich den ab. Was will ich denn mit Lamar? Der war doch nur nervig. Den erschieße ich. Shit. Wow. Oh, hoffentlich steht bei Lama eine wesentlich coolere Kiste als die hier. Obwohl einigermaßen Speed hat die ja doch drauf dann nachher. So, steht hier irgendwas, was ich tauschen könnte? Irgendwie mal eine coole Kiste? Auch nicht, auch nicht. Alles nein. Alles für nein hier. Ich würde gerne nochmal das Auto wechseln, bevor ich den Typen da jetzt abhole. Aber ist hier nicht mein altes Haus? Hatte ich da nicht immer mal ein Auto drin? Ah,
die Rage ist leer. Wie konnte ich nur? So, komm schon, steig ein, du Penner. Das ist, da ist er. Steig ein. Zu der Gießerei. Begib dich zur Gießerei. Hey, look, hear me out, man. If it's too heavy for you, you can back out. No drama. No drama. Hit me with it. Man, we got a real problem, dawg. My boys, man. Well, we trying to save them. You actually doing something for your homies for a change? Hell yeah, I'm in. Who wanna clap your homies? Who don't, nigga? These Chinese dudes, some FIB. FIB. The rich white asshole who scammed us on them cars. Devin Weston? That punk bitch? Why didn't you say we was creeping on him? We ain't creeping on him, nigga. Least I don't think he gonna be there. We gotta take all the heat he can throw at us before we worry about how we coming back on his ass. But you is coming back, right? Oh, hell yeah, we creeping on that fool. Oh, so you ain't the mercurial motherfucker you frontin' as, huh? Man, I'm just trying to make something out myself, dawg. That don't change who my homies are, nigga. It don't change my family. Shit, nigga, you getting me all emotional now. Nigga might have to stop me from sucking your dick, nigga. Oh, please, nigga, fuck off. Nigga, fuck off. Man, every fool in this town got somebody who want him clapped. Yeah, but that applies to some fools. So, das hier wird wohl die Gießerei sein. Nigga, I'm talking about you. Everybody in this town want to take a pop at your ass. Look, man, Mike and Trevor, they should be inside. Can you stay out here and let us know when the bad dudes is coming? I got it, man. I'll holler at you. Ja, mit welcher Waffe betrete ich denn mal hier die, Karabiner, Kampfgewehr. Ja, nehmen wir mal das Kampfgewehr. Hä, wo muss ich denn jetzt hin? So, das hier ist die Gießerei. Cool, hier war ich auch noch nie. Ist ja logisch. Ah, da sind die anderen beiden zu hören. It makes me think this is a setup. It is a setup. We're setting up Meriwether and the FIB, making them think the metal's here. A setup for me. Wo sind die denn? Da oben? Wahrscheinlich. It's a good gun. And you asking me to put it down is making me nervous. Hey man, what the fuck am I doing risking my ass trying to save y'all ass if you just gonna kill each other? Hey, you're not saving me, you're saving him. Now you're saving this fat fuck. Man, y'all gotta keep y'all fucking heads right and end this shit. If not, man, I'll put bullets in both of you motherfuckers. Hey, they here? I know them when I see them, homie. They creep. All right, good. Y'all hear that? After that's good. Now, if we're doing this shit, man, it's either now or never. Kommt schon, Jungs. Come on, komm schon, Trevor. Fuck it! Was hat er denn? Wo soll ich hin? Okay, Mann. Du gehst darüber. Gut, und wo soll ich hin? Du bleibst, wo du bist. Okay? Ich bin da drüben. Oh, geil. Und ich habe mich gerade erst mit Munition eingekleidet. Ich werde das ganze Gebäude in die Luft jagen. Oh, da kommen sie. Bleib cool, Alter. Du musst warten. So, wo kommen sie? Was habe ich denn hier noch? Wo ist er?
Da unten. Wo sind die Penner? Wo? Ich sehe nichts. Oh, der hat auch 16 von denen. Wo sind die denn? Oh, Scheiße! Jetzt habe ich mich selbst in die Luft gejagt. So, wann kommen die nächsten? Wo sind die? Oh, wie, wo ist meine Minigun hin? So, wo kommen sie? So, ich wechsle mal zu Trevor. Wie der geflogen ist. So, was hat er für Waffen? Ah, ich soll schon wieder zurück zu Franklin wechseln. Begib dich zu Lama. Der verfluchte Minigun. Da sind noch welche. Ja, das sind alle weg. Okay, mit der Waffe kann man sich nicht so schnell bewegen. Was? Mission fehlgeschlagen, warum? Lama ist tot? Nein, ich hab nichts. Ah, muss ich jetzt nochmal von vorne anfangen? Hoffentlich habe ich die Munition wieder. Weil ich bomb hier alles in die Luft. Ja, geht wieder hier los, aber macht nichts. 7 habe ich nur noch. Ja,
Ah! Bin der verfluchte Terminator. Und zu Michael wechseln. Ich hab Trevor ganz schön in ach nee. Ach, Kopfschutz oder so. Mission fehlgeschlagen. Michael ist tot. All right, I'm looking for him. Say something. Trevor. To me, T! Das kann doch. Ich war. Ah, Michael ist tot. Ah, erneut versuchen. Ja, man weiß auch immer nicht, wie viel Zeit man hat. So, da kommen schon wieder so viele. What's the problem, T? Einer war da doch noch, oder? Habe ich den schon erledigt? Hey, wieso? Ich bin hier eingesperrt und komme hier nicht raus. Ah. Say something, Trevor! Nein, Mann, ich war doch auf dem Weg. Oh, Trevor ist tot. Ja, aber macht doch Spaß. All right, I'm looking for it. Guck
Komm schon! Talk to me, King! It's getting heavy out here, dudes! You motherfucking asshole! Trevor, stop being a prick! Protect yourself! There's shrapnel everywhere! Oh, Mann! Wie kann ich die drei People ausschalten? Fine! I'll try and find him! Come on, T, cut it out! It's war zone outside, homies! Wo ist er? So, ich glaube, das habe ich diesmal ganz gut gemacht. Diesmal hänge ich auch nirgendwo fest. What's the problem, T? Wo ist der denn? Ah, wo muss ich denn hin? Ich habe auch nichts Besseres an Munition. Say something, Trevor. Wo bleiben die denn? Da. Talk to me, T. Trevor, stop being a prick! They keep on coming out here! There you are! Man, you had me worried! Ach, da ist er! I was a little winded, alright? I took the T.O. Nice to see you so worked up. Next time, I'll leave you to it. Watch out! Another FIB team on the way! Wo ist der Letzte? Das heißt, hier gehe ich hinaus. Ich weiß trotzdem nicht, wo ich hin muss. I'm in the shit, man. So, ich gehe mal hier die Treppen hoch. Ich glaube, ich bin gar nicht so verkehrt.
Oh, da hat mich der Hubschrauber erwischt, oder was? Krasses Teil. Ja, aber ich war ja auch völlig ohne Deckung da gerade. So, jetzt bin ich hier wieder. What the fuck is going on out here? We keep putting them down until they stop pulling up. Scheiße, keine Waffen. Help me, you assholes! I'm in the shit! Oh my God. I'm closing them out! Hey, we'll get through this! Meriwether Buzzard, look out! Oh! How about down in it, buddy? I got this guy! Whoa! This one's mine! Das ist mal eine richtige Schlacht hier! Ach, das ist Trevor. They coming for me. Well, you shouldn't have come here. Das ist ja mal ein richtiges Spielgelände hier. Komm schon, komm schon! Ich wechsle mal zu ihm hier. Ja. Wow. Looks like we did it. Shit for now. Scheiße fürs Erste. Ja, genau, fürs Erste. What's next, huh? We're just gonna wait around till someone kills us, or are we gonna wait until this fucker gets turned again? Fight me. Ain't anybody getting turned again, and you know it. Hey man, the way I see it, we only just begun to clean this shit up. We got a lot of old friends I think need to be re-educated. A lot of friends. I mean, things could get really messy. No, we just gotta silence a few noisy people. Well, hell yeah, let me see. There's, Steve Haynes. Dave Norton. No, we need him alive. Why? So nobody fucks with us afterwards. What about that Triad motherfucker? The one that think you two boys is dating? Shit, you know he bound to come back. Yep, there's that. Well, who's the guy who set up Lamar? Stretch? We want to throw him in? Shit, Trevor throw anyone in. Ach, jetzt stehen hier die ganzen Autos. Hey, it's called a fucking loose end, all right? Now, if we're gonna be men of peace and tranquility, we tie up loose ends. Man, Stretch has been a liability. But then we're gonna have to take care of our old pals Devin Weston and Steve Haynes. Oh, fuck, what a mess, man. Well, let's get it cleaned up. How about you get Lester on the line? So, mal gucken, was Lester zu sagen hat. Stop calling this number. Hey, it's me, dawg. You're alive. I thought someone might have your phone. Nah, but look, I got you on speakerphone. Oh, did Mike make it? Yeah, I'm here. And the other one? See you putting the ground wheels. Uh-huh. Just calling for
for a chat? No, we got some work to do. Can you get us some whereabouts? Oh, I'll do my best. Who? Steve Haynes to start. And Devin Weston's ass. And Wei Ching. W-E-I-C-H-E-N-G. Wei Tang. Wei Tang. And Franklin's pal, Stretch. Huh. Stretch? Yeah, man. Look, his real name is Harold Joseph. Okay, well, I can tell you that Agent Haynes is taping a show over on Del Perro Pier. Shooting permit came up immediately. Check it! I wanted to ice that fucker since the moment I met him. All right. Ah, I got a signal from Mr. Harold Joseph's phone over at the B.J. Smith Recreation Center. No, I got him. Let's keep him clear of known associates. All right, thanks, dawg. You got it. What you got for me? Tao Ching's credit card just bought a Magnum at the beach club in Pacific Bluffs. Okay, I'll go ask his ass about his punk-ass dad. When I find Mr. Weston, I'll send the coordinates. All right, good. Alles klar, ist gut. Yeah! Ach, jetzt geht's hin immer noch mal weiter. So. We made our plans, let's stick to them. We take out our assigned targets. Any deviation will lead to confusion and probably failure. We got one shot at this, guys. Oh man, ist immer wieder eine richtig lange Mission hier heute. So, erledige Haynes. So, dann machen wir das doch, ne? Jetzt rufe ich Ron an? Warum rufe ich Ron an? Wow! Main Campus. All right, Ron. What's happening, Trevor? We're undergoing a transition. Oh, yeah? I think that Chinese problem might be taken care of, and there's money in the bank. Well, the O'Neills are gone, and the bikers ain't showing up again. So we're rich and at peace. Long as the forces of corporate darkness don't identify us as a threat, there's nothing to hold us back. Yeah. I guess we're all out of excuses. Leute, hört mal auf hier zu trödeln. You blind piece of shit. Wäre ich fast noch drauf gefahren. So, jetzt bin ich bei Michael. Also jetzt greife ich drei Leute gleichzeitig quasi an. Disrespectful ass motherfuckers trying to break the order of things. Please, pair of bitches. Only pair of bitches that Stretch tolerate are the ones that work this. Oh, ich habe keine Waffen. Nur diese Scheiße. I got a message from your homies, Lamar and Franklin. Hey, man, he clapped Stretch, man. Get him. Nein! Oh, nur weil ich einmal diese blöde Y-Taste gedrückt habe zum Einsteigen. Mann, ist das beschissen, wenn man... All right, I'm at the courts. I think I know which one Stretch is. Hey! Hey, Lamar and Franklin send their best! Stretch? He ain't a problem no more, Frank. Shit, he wasn't my pal. He was a dude who ganked us all. So, den Typen hab ich. So who we got, man? We got Wei Chang and Agent Haynes on the list.
So, dann nehme ich jetzt mal Trevor. Der muss... Oh. So, mal gucken, wo Trevor denn jetzt ist. Das könnte ja interessant sein. Auch immer diese Musik. So, jetzt muss ich Haynes erledigen. I'm moving on Haynes. Les, see if you can patch me into his radio mic. I want a last reminder of what an annoying prick he is. Los Santos. A city of saints. A city of sinners. And nothing in between but the FIB. Cut! God, this is crap! Cut! Crap! Anyway. Okay, alright. You got this framed right? Yeah, you're looking great. Is the chin? How's the chin? Oh, sharp. Alright, the audio's clean? Nice. So, well, say something. Check, check, check. Check, check, check. Yeah, yeah. Ja, alles super. Fein, los geht's. Ich bin bereit. Bist du bereit? Ja, Kamera läuft. Alles gut. Auf geht's, Leute. Ich bin ein Profi. Los geht's. Oh oh. Oh Mann, ich bin aber auch wieder dämlich. Ja, erneut versuchen. Ich, ja. Ah, naja. So, diesmal stehe ich hier woanders. So. Der Typ kriegt gleich mal eine Handgranate ab. Just do a cutaway. Hola! Te cuentas! So, irgendjemand schießt? Wo ist dieser blöde Hubschrauber? Ah, verdammt. Und? Ah, es gibt's doch nicht. Ich verschwende Munition. Ja. Alter! So. Irgendjemand schießt doch schon wieder hier. Vier Sterne, das ist schon heftig. Wie soll ich die nur alle abwehren? Suspect
Oh. Soll ich abhauen beim nächsten Mal oder was? Trevor ist tot, erneut versuchen. So. Sagen wir mal so, ich habe einen Plan, wie ich ihn erledige. Ne, ich fahre mit dem Auto dahin. Oh, guck mal, hier stehen auch coole Autos. Welchen nehmen wir denn? Nehmen wir mal den hier gleich. Der ist einigermaßen fix. Die Idee ist gar nicht so blöd, die ich gerade hatte, vielleicht mit so einem Jetski abzuhauen. Naja. Habe ich ihn erwischt? Bestimmt nicht, ne? Der erste Schuss muss sitzen. So, erledige Heinz. Bin ich schon ein paar Mal dran gescheitert. Okay, er ist noch ganz oben. Und runter! Der Sturz hat mich fast umgebracht, hätte ich gar nicht mit gerechnet. So! Das Schöne ist ja, solange kein Helikopter dabei ist, sehen die Bullen mich nicht. Ach, zwei Bullen nur. Da würde ich sagen, das war ja mal easy. On Devin Weston yet? Yeah, I do. The Meriwether team was dispatched to protect him at his house in the Tongva Hills. I say house, it's more of a... Yeah, whatever. I'll go up there and get him. Who's next? Hey, the boy Chang. Don't worry, I'm only. Tja, der letzte Franklin ist an der Reihe.
Erledige Mr. Sheng. Ja. So, das Motorrad ist nicht gerade das schnellste. Aber es sind dann nur wenige hundert Meter. Da muss ich gleich links fahren. Mal gucken, ob das überhaupt geht. Ja, es geht. Hey, the old man's here. He's leaving the beast club. Ja! So, hab ich mal ein bisschen Krach gemacht. Hahaha, jawohl. Und nochmal zu Trevor zurück. Ja, das ging ja schnell. Ja, mit den richtigen Waffen macht es auch gleich viel mehr Laune. So, mal gucken, was hier jetzt geschieht, wo es hier jetzt weitergeht. Begib dich zu Devins Haus. Da oben links, ja. Vielleicht kann ich ja den ganzen Schuppen abreißen. Aber irgendwie bin ich gerade nicht eben mit dem Auto hier weggefahren, sondern mit dem, naja gut. Mit dem Wave Race Board. Okay, viele Wachleute. Hey, unless you got news from the Foundry team, I don't want to be disturbed. Entführe Devin? Oh mein Gott. Okay, ich wollte ihn eigentlich lautlos töten, aber gut. Das hat ja nicht geklappt. I just put down half your outfit back in town. Oh. Gonna die, bitch. You bleed like humans, but I know you're a reptile. Ah. Okay, habe ich mich ein bisschen dämlich angestellt. Ich wollte ich auch hier mit den großen Waffen anrücken, aber das hat ja leider nicht geklappt. Ah. Entführe Devin. Sturmgewehr. Okay, geht auch nicht. How much is this asshole paying you? I hope it was worth it. Fuck you. Oh, back up. Wo denn? Getting kinda bored of killing you, Chris. Von wo schießt denn der Bengel? I'm the definition of SP. I'm the most suspicious person you'll meet. I'm a walking combat situation, assholes. Fall back. You're done.
I just put down half your outfit back in town. Time to meet your maker! You can't hide forever! Grab that guy! You bleed like humans, but I know you're a reptile! Scheiße, konnte ich den verfehlen? So, entführe Devin. Alter, der hat aber auch ein Anwesen hier. So, wo ist er? What do you mean all our operatives are dead? Oh, hat er sich da drin versteckt? Das will ich machen! Habe ich den nicht hochgejagt? So, 4 Big Bosse ausgeschaltet hier in einem Let's Play. Das ist ja mal... Begib dich zum Treffpunkt. So, es gibt jetzt also auch noch mal einen Treffpunkt. I got Mr. Weston. Let's take him out of the city, make him disappear. Meet me on the cliffs off the GOH, Chilliad Mountain State Wilderness. Wow! We're swapping insurance details. My friends won't be happy if I empty a clip into the trunk. Whoa. Oh, 5 Kilometer fahren, das ist ein bisschen hart, ne? You don't see this car here? You know, you're a resourceful guy getting past those train killers. I need someone like you in my organization. The CEO position's gonna be vacant real soon, Slick. I've got nothing against Jesus. The obvious hygiene issue. Michael caused me problems, so Michael had to go. There are people who are people who ain't. And the people who ain't gotta go. Me, I'm not rational. So, das habe ich ein bisschen abgekürzt. Nicht viel, aber ein bisschen. I feel like taking you out, Devo. So that's what I'm doing. This is a serious offer. Work for me, you'll have everything you'll ever wanted. All I've ever wanted is to watch you drift in and out of consciousness as you're slowly disemboweled. Yes, yes, that's the kind of creativity I need on my team. Come on, let me out of here. Look, wow. I got my own company, Trevor Phillips Industries. Give you money to grow. I don't know if you heard, but I'm kind of gold rich right now, so you got precisely nothing to offer. So, das Auto ist nicht gerade schnell. I got an army at my fingertips. I told them I wouldn't kill you. I didn't say anything about cutting your tongue out. Whoa. So, immerhin nur noch 2 Kilometer. Das Auto fängt gerade richtig an zu rennen. So,
Solange es geradeaus geht und nicht gerade bergauf. This is why people want to kill you. You won't shut up. Tja, kann er klopfen, wie er will. Und links raus. Okay, ein Rennwagen ist es nicht. Klappe. Klappe und Action, ne? So, wenige hundert Meter. Gleich muss ich hier links ab und dann geht's zum Strand. Warum bringen wir den nicht einfach um? Ja, gute Frage, ne? War ich hier schon mal? Ich glaube ja, ne? Es gibt immer wieder... Nee, ich glaube nicht. Es gibt immer wieder Orte bei GTA. Ah, der Sonnenuntergang. Perfektes Timing, ne? Nennt man sowas, oder? Oh, hat die Sonne schnell... Oh, schön. Es wird Nacht. Ah, da kommt Michael. Der Audi ist wieder da, der Richtige. Hey, we good, T? Alles klar, T? Ging mir nie besser, amigo. Ah, gut. Franklin? I'll be here. Franklin. Hey, what's up? What's up? I assume you got him? Ooh, safe and sound. Ain't that right, buddy? Hey, my bad, homie. I picked C. Ain't that a bitch? You know, Devin, the way I see it, and hey, I'm no intelligent businessman like you, but the way I see it, there's two great evils that bedevil American capitalism, the type that you practice. Number one is outsourcing. You paid a private company to do your dirty work for you, and then you underpaid that company because you thought you were big enough and bad enough that you didn't have to play by the rules. Oh, number two, offshoring your profits. Offshore? Oh, it's horrible. You wouldn't want to be sent offshore just to save a little money, would you, T? No, I wouldn't. Oh, no, I ain't going nowhere. No, see, but we know your opinions on the matter, Devin. Keep your problems the fuck out of America, huh? In this instance, when he puts it like that, it makes sense. Of course it does. Hey, Devin. Goodbye, my old friend. Thanks for all the advice. Bye-bye. Ja. Könnte er überlebt haben. Oh, scheiße. Jetzt bin ich zufrieden. So now what? Now we keep a low profile and get on with our lives. As friends. Well, do I have a choice? No, not really. All right, then. As flawed, awful, totally uncomfortable, and poorly matched friends. Absolutely. Oh, that's perfect. Then we can get back to the kind of capitalism we practice. Shit, I don't know how much more better that is than Devin's con. Ooh, hypocrisy, Franklin. Civilization's greatest virtue. Jesus, your therapist has a lot to answer for. I know, I still hate myself. But hey, at least I know the words for it now. Yeah, but I hate you, and I know the words for it. So does that mean I don't have to go to therapy? Look, man, you two motherfuckers terrify me of that middle age. I'm good. You're right to be afraid, Franklin. Yeah. Be very afraid, Franklin. Tell you one thing, T. I'm getting too old for this nonsense. Oh. Ja, und jetzt? Ist das zu Ende? Nein! No,
Kann doch nicht sein, dass GTA jetzt zu Ende ist. Das ist ja geil jetzt.